Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute sehr gespannt, denn ich habe in den letzten 12 Monaten einige Produkte von Catrice getestet, die mich ein bisschen an andere Produkte erinnert haben. Und ich will nicht sagen, dass das unbedingt Dupes sind, aber höchstwahrscheinlich sind das sehr, sehr gute, sehr, sehr günstige Alternativen zu sehr teuren Produkten. Ich habe mich hingesetzt und euch ein paar Produkte zusammengesucht, wo ich der Meinung bin, dass sie definitiv an das High-End-Produkt rankommen, beziehungsweise teilweise sogar besser sind. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Und selbstverständlich, aufgrund der super hohen Nachfrage, gibt es einen Look mit meiner eigenen Palette. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist 7.42 Uhr und ich würde vorschlagen, wir starten. Ich starte tatsächlich als allererstes einfach mit einem Spray. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Dupe. Ich sage es auch immer dazu, aber das ist das Hyaluronic Fixing Spray 12 Stunden Hydro. Vegan, ohne Alkohol, ohne Silikone, ohne Mikroplastik, ohne Parabene, ohne alles. Catrice hat dieses Jahr sehr, sehr viele solcher Produkte rausgebracht, was ich besonders gut finde. Ich finde, es ist wichtig, dass die Make-up-Industrie und die Big Player, und dazu gehört natürlich Catrice bzw. Cosnova, vor allen Dingen hier in Deutschland und Europa, einfach etwas vorbereiten, diese Veränderungen. Und ich habe neulich in einem Interview darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass die Big Player die Veränderungen starten, dass mehr auf Inhaltsstoffe verzichtet werden, die nicht mehr in die Produkte kommen, sodass bei der Produktion von kleineren Make-up-Firmen die Einkaufspreise günstiger werden. Das ist ein sehr wirtschaftliches, komplexes Thema, aber es ist wichtig, dass die Firmen das machen für eine Veränderung und natürlich auch für den Planeten. Und ich möchte mit einer Foundation weitermachen. Das ist die Ormat Shine Control Foundation. Das ist, ich würde sagen, ein Dupe zu der Puder Beauty Foundation, / zu der Fenty Beauty, der ersten Foundation. Die ist recht matt. Also die ist wirklich recht matt, deswegen mische ich mir einen Tropfen Öl mit rein und benutze dazu hier dieses Carrot Oil von Catrice, einfach um sie so ein bisschen frischer zu kriegen. Das ist eine matte Foundation und sie hält auch den ganzen Tag matt. Ich habe damals ein Langzeitvideo dazu gemacht. Fantastische Foundation, wirklich. Deckkraft ist phänomenal hoch. Sie ist halt matt, nicht so richtig, richtig matt, also ähnlich wie die Huda Beauty, ähnlich wie die Fenty Foundation. Aber wenn man wirklich Glow haben möchte, dann ist das natürlich nicht eure Foundation. Ich mag die Foundation trotzdem sehr, sehr gerne. Ich arbeite die auch mit einem Schwamm ein und zeige euch erstmal, wie deckend die ist. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Tropfen Öl hier mit reingemacht, einfach damit ihr sehen könnt, was man damit machen kann. Schaut mal, wie schnell die Foundation sich einarbeiten lassen hat. Ich drehe mal das Licht so ein bisschen weiter nach vorne, dass ihr es ein bisschen besser auf meinem Gesicht sehen könnt. Die Deckkraft ist extrem hoch. Ähnlich wie die Huda Beauty, ähnlich wie die Fenty Beauty Foundation. Ich finde, die sitzt aber ein bisschen schöner auf der Haut, beziehungsweise verbindet die sich mit der Haut. Vor allen Dingen, wenn man dieses Spray und vielleicht einen Tropfen Öl reinmacht. Ich habe auf Instagram vorgestern, wenn ihr das Video seht, einen Beitrag gemacht, wo ich euch so einen kleinen Foundation Guide gemacht habe. Was ich dazu geschrieben habe, ist, dass es egal ist, was ihr für eine Foundation benutzt. Ihr könnt Foundations immer so ein bisschen anpassen, so ein bisschen tweaken. Denn je nachdem, welchen Primer ihr benutzt, welche Pflege ihr benutzt oder ob ihr vielleicht einen Tropfen Gesichtsöl mit reinmacht, kriegt ihr ein ganz anderes Ergebnis hin. Und das ist das, was ich halt an Foundations so gerne mag. Es kann die matteste Foundation der Welt sein und das ist sie ja nicht. Also ihr seht ja trotzdem noch diese Bewegung, ne? Durch nur einen Tropfen Öl. Aber ihr habt die Langlebigkeit einer matten Foundation. Das ist etwas, ich habe das Gefühl, dass das noch nicht alle ganz verstanden haben, dass eine Glow Foundation niemals so lange halten kann wie eine matte Foundation. Wenn ihr aber alles so ein bisschen glowiger haben wollt, dann nehmt eine matte, macht einen Tropfen Öl mit rein. Eine sehr, 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 sehr schöne Foundation. Was man Catrice lassen muss, ist die Shade Range ihrer Skin-Produkte. Foundations, Concealer sind top für eine Drogeriemarke. Top. Ich weiß es, da ich ja auch mit Catrice zusammenarbeite für den Catrice-Kanal. Das Video ist übrigens nicht bezahlt, nicht im Auftrag von Catrice. Ganz, ganz wichtig für mich, dass ihr das seht. Ich mache das ja gerade mit vielen Marken. Letzte Woche war es Essence, diese Woche ist es Catrice, nächste Woche ist es vielleicht Riva Loves Me, damit ihr Bescheid wisst einfach. Ich weiß, dass wenn ihr eine Foundation in einer Online-Exclusive-Shade haben wollt, ihr keine Versandkosten zahlt. Also wenn ihr beispielsweise eine dunklere Haut habt, aber eure Foundation nicht im Laden zu kaufen ist, könnt ihr online das Produkt in den Warenkorb legen und ihr habt einfach dann einen kostenlosen Versand, wenn ihr unter diesem Mindestbestellwert seid.
Aber nur bei Online-Exclusive Shades finde ich eine super Sache, dass niemand einen finanziellen Nachteil hat, dass es die Farbe nicht im Laden gibt. Super Sache. Als Concealer habe ich jetzt natürlich den Liquid Camouflage Concealer. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Dupe, aber wir kennen ihn. Das ist tatsächlich der meistverkaufteste Concealer in Deutschland. Ich gehe mit zwei verschiedenen Farben, einmal mit einem etwas dunkleren und dann mit einem etwas helleren hier hin und lasse den antrocknen. Ich setze mir gleich ein paar Highlights, um so ein bisschen Dimension in mein Gesicht zu kriegen. Und dann benutzen wir ein Produkt, das hatte ich euch nicht so oft gezeigt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Das ist der Holiday Skin Serum Bronzer. Das ist ähnlich wie der Charlotte Tilbury Contour Wand, nur von der Farbe her nicht ganz so dunkel. Ich swatche ihn euch mal kurz. Er ist wesentlich wärmer. Also das ist wirklich ein Bronzer, aber in der Textur von dem Charlotte Tilbury Produkt. Auch den gibt es in verschiedenen Farben. Ich zeige ihn euch einmal hier. Das ist schon sehr warm. Auf der Haut sieht das aber gar nicht mehr so warm aus. Und wenn ihr den hier einarbeitet, ein bisschen in euren Pinsel und dann hier rüber stempelt, habt ihr einfach einen super schönen, gesunden Bronzy-Touch. Und das kriegt ihr mit einem Puderbronzer nicht hin. Das ist natürlich das Ding an verschiedenen Texturen. Ihr seht sofort diese Wärme, die ihr in eure Foundation reingebt. Ihr könnt natürlich auch noch mit Contour-Produkten arbeiten. Das ist beispielsweise das hier. Aber wenn es das in einer Bronzer-Version gäbe, ich glaube, es gibt es sogar, dann wäre es definitiv das hier. Eine ganz, ganz leichte Textur in verschiedenen Farben. Also ich habe jetzt hier den, ich glaube, den helleren, ja, 010 Escape to the Beach. Es gibt ihn auch noch dunkler und der ist dann etwas kühler. Ich wollte heute aber wirklich so einen schönen warmen Look haben. Sehr, sehr gutes Produkt. Ist viel zu wenig darüber gesprochen worden dieses Jahr. Ich fand generell, da nehme ich mich natürlich auch nicht raus, dass dieses Jahr die Sortiments-Updates so ein bisschen zu kurz gekommen sind. Natürlich, es gab dann ein Video zum Sortiments-Update und dann aber auch nichts mehr. Lag einfach daran, dass ich fand, dass dieses Jahr die Sortiments-Updates ein bisschen Skincare-lastig waren und das recht schwer ist, natürlich dazu ein YouTube-Video zu machen, weil Skincare funktioniert nicht bei einem einmal benutzen. Zum Setten benutze ich das All Matte Shine Control Plus Powder. Sehr, sehr gutes Puder. Man braucht nicht viel. Ich gehe wirklich nur punktuell da, wo ich den Concealer aufgetragen habe, mit ein bisschen Puder lang. Die Foundation ist matt genug, um kein Puder zu benutzen. Wenn man möchte, kann man einfach so ein bisschen rübergehen und ihr habt einfach ein etwas länger lebiges Ergebnis. Ein sehr, sehr gutes Puder. Ich finde eh, bei Pudern muss man nicht teuer gehen. Also viele schwärmen ja von dem Charlotte Tilbury Puder. Ich mag das auch sehr gerne, aber es ist einfach super, super teuer. Und ihr habt ein ähnliches Ergebnis. Es gibt das auch noch mit Farbe. Das ist jetzt das Transparente. Das hat denselben Effekt. Die sind recht fest gepresst, sodass man nicht so viel Stauberlebnis hat um sich herum. Aber es tut's. Ganz ehrlich, es tut's. Und so sieht die Base einmal aus. Ihr seht, das ist nicht so glowy wie sonst. Wir können das mit diesem Spray definitiv gleich erreichen. Aber das reicht völlig aus. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen Blush benutzen. Und dafür gibt es hier den Ultimate Stay Lip Tint, Water Fresh Lip Tint. Das ist eigentlich ein Lip Tint. Ihr seht es. Der hat eine ganz, 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 ganz zarte Farbe. Sehr, sehr ähnlich mit diesem Charlotte Tilbury Ding hier. Das ist ein Tinted Love, heißt das. Das ist für die Lippen, das ist für die Wangen, für die Augen. Du kannst machen damit, was du willst. Beide haben eine sehr, 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 sehr leichte Deckkraft. Auf den Lippen, aber auch auf den Wangen. Ich benutze das jetzt aber hier auch als Blush. Ich gebe mir das einfach hier wieder in meinen Pinsel für so einen leichten, leichten Flush. Und selbst wenn ihr schon so ein bisschen Puder drauf habt, könnt ihr das einfach hier rüber stempeln. Auf den Lippen hat es natürlich ein ähnliches Ergebnis, aber ihr seht, gibt noch mal so ein bisschen Frische zurück ins Gesicht. Und das ist etwas, was ich persönlich ja immer ganz gerne mag. Selbst wenn die Base etwas feuchter, etwas matter ist, mit so einem leichten Flush zu arbeiten, dass die Bewegung punktuell hier in dem Bereich ist. Super, super gut. Auch hier, ich habe das in PR bekommen von Charlotte Tilbury. Ich habe euch das, glaube ich, einmal gezeigt und habe auch damals gesagt, Freunde, lasst die Finger davon. Das kostet 40 € und man sieht nichts. Man sieht nichts. Du musst wirklich Schicht, 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 Schicht machen, dass man ein bisschen was hat. Um diesen Effekt zu haben, reicht ein bisschen, aber um wirklich diese Farbe rauszukriegen, braucht man nicht viel. Und diese Ultimate Stay-Dinger von Catrice auf den Lippen, sehr soft, als Blush, super, super schön. Ihr seht das, ne? Man kann das aufbauen und dann hat man diesen frischen, gesunden Flush und das sieht einfach immer sehr, sehr schön aus. Und dann ist das auch,
das, was ich meine. Ihr habt eine matte Base, die recht lange halten wird und dann dieser Blush, der das ganze Gesicht wieder so ein bisschen in die Bewegung bringt. Zum Bronzen bzw. Konturieren benutze ich den Holiday Skin Luminous Bronzer mit Macadamia Oil. Den habe ich selten benutzt und der ist 1 zu 1 wie der Charlotte Tilbury, der große Charlotte Tilbury Bronzer. Ich stempel mir den nur ganz leicht hier hin, einfach für so ein bisschen Kontur. Der ist recht kühl und ihr seht sofort das Ergebnis. Man kann damit super konturieren, man kann damit bronzen, das ist jetzt sehr, sehr viel. Und dann blende ich das einfach aus mit dem Blush, mit dem Puder. Und ihr habt diesen Supermodel-Contour-Look. Es gibt diese Palette hier von Charlotte Tilbury, die Nudegasm Face Palette for Runway Look. Charlotte Tilbury selber arbeitet damit, indem sie einfach in alle Farben reingeht und das dann hier einfach grob drauf platziert. Ich habe natürlich jetzt nichts im Pinsel, aber das Ding kostet 80 Euro, glaube ich, mit diesen drei Produkten, die ich euch gerade gezeigt habe. Diesem Skin Tint, dem Holiday Skin in flüssig und in fest, habt ihr genau das. Ihr habt einen Warmton, ihr habt einen kühlen Ton und ihr habt einen Blushton mit so ein bisschen Bewegung durch diesen Highlighter. Als Highlighter habe ich aber nachher noch was anderes. Sehr, sehr intensive Kontur- und Blushtechnik. Nur fokussiert hier auf den Wangen, dass das Zentrum der Augen so ein bisschen mehr betont wird, einfach dadurch, dass die Kontur stärker ist. I love it, ist halt sehr editorial. Für meine Augenbrauen benutze ich den 72 Stunden Natural Brow Precise Liner. Davon gibt es ja im Prinzip sehr, sehr viele schon. Von MAC, von Urban Decay, also you name it. Jede Marke hat mittlerweile diese feinen Tipps rausgebracht, mit dem man so ein bisschen die Augenbrauen bushy machen kann. Ich mache das sehr, sehr gerne. Auch den gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich habe ihn jetzt in einer etwas wärmeren Farbe und ihr seht, ne? Der ist recht leicht. Ich kann zwar eine komplette Linie damit ziehen, aber der ist so ein bisschen wässrig, sodass das auf der Haut niemals balkig aussehen wird. Das Schöne bei diesem Produkt ist, wenn das Wasser verdunstet ist, dann setzen sich die Pigmente an euer Make-up fest und das hält. Das hält wirklich. Das ist halt das Schöne bei diesen flüssigen Produkten, wenn die verdunsten. Das schmilzt dann richtig in die Foundation rein. Sehr, sehr gut. Auch um für meine Jungs, die vielleicht einen lückigeren Bart haben. Ihr könnt hier ganz, 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 ganz kleine Punkte machen. Dann ausblenden, ohne dass ihr intensive Kante habt. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen, wenn ich mich verrasiert habe. Mit diesem Ding gibt es auch in einem etwas graueren Ton. Das sieht dann noch natürlicher aus. Zack. Ein bisschen ausblenden. Ich habe einen recht dichten Bart. An manchen Stellen kann man es ein bisschen verdunkeln. 98% von euch sind weiblich. Aber für die zwei Jungs, die zuschauen, hier, there you go. Ihr seht die Base. Ich habe nicht viel Puder benutzt. Und jetzt sieht die Kontur natürlich auch ein bisschen natürlicher aus. Hier außer dem Haaransatz. Frisch, Bewegung und der Blush mit diesem Contour-Produkt sieht einfach super, super edel aus. Ich möchte jetzt den Look mit meiner Palette schminken. Ich finde, auch ich habe ihr danach zu wenig Aufmerksamkeit gegeben, nachdem sie rauskam. Das ist nicht 2021 gewesen, sondern tatsächlich schon 20. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Natürlich. Das ist mein Produkt. Also was könnte ich anderes sagen? Ich habe einen Look neulich damit geschminkt für TikTok. Habe ich hier nicht gezeigt, deswegen wollte ich es einmal hier machen. Ich habe die Palette dann nicht mehr benutzt, weil es mir leid tat, dass niemand mehr sie haben konnte. Die war ja innerhalb von einem Tag ausverkauft, glaube ich. Das ist dann ärgerlich, wenn ich sie weiter zeige. Aber für euch, die die Palette haben, vielen, vielen Dank dafür. Wir schminken heute einen meiner liebsten Looks damit, der sich jetzt auch erst im Jahr so ein bisschen entwickelt hat. Das ist halt total verrückt zu sehen. Ich habe neulich mit Catrice auch darüber gesprochen, über die Palette hier. Und ich habe gesagt, damals, als ich die gemacht habe, das ist ja schon 2019 gewesen, hatte ich einen ganz, ganz anderen Make-up-Look für mich. Da waren ja diese krassen, bunten Blau-Grün, deswegen sind die ja hier auch mit dabei, wobei die jetzt nicht so bunt ist, finde ich. Und heute bin ich eher auf diese super simplen Nature-based Töne irgendwie. Ich mische die Farbe Boyfriend, Movement und Story Openings gleich direkt zusammen, um das so einfach wie möglich zu halten. Ihr könnt auch einen Bronzer nehmen, beispielsweise der Holiday Skin Bronzer eignet sich dafür perfekt. Und ihr seht, wie pigmentiert die Farben sind. Einfach ein bisschen hier reingehen. Effortless. Effortless ist das Wort 2020, 2021, oh Gott, 2021 bei mir gewesen. Diese super simplen, einfachen Looks. Ohne groß hier
Shishi und Cut Crease und was weiß ich. Das sieht schön aus und das ist sehr artistisch, aber ich probiere halt mit meinem Content auch so nah bei euch wie möglich zu bleiben. Wer hat Bock, jeden Tag eine Cut Crease zu ziehen? Im Alltag, wenn du um 7 auf der Arbeit sein musst. Ich nehme einen sauberen Pinsel und gehe in die Farbe Color Match und Boyfriend und mische mir das so ein bisschen und gehe einfach hier oben über die Kante, um die so ein bisschen weicher zu kriegen. Ihr seht, das ist ein sehr warmer Look heute, aber der wird gleich sehr, sehr dunkel. Ich liebe dieses Schwarz im Moment einfach total. Schöne Farbe, ich liebe die Qualität davon, 14,99. Der Preis ist wirklich fantastisch. Ich nehme einen flachen Pinsel, gehe in die Farbe Bossy. Das ist so ein Graubraun und den haben wir extra damals so gemacht, dass er auf dem Auge nicht so pudrig aussieht. Also so ein bisschen feuchter, dass er sich natürlich auch super gut aufbauen lässt. Ich platziere mir den einfach hier rauf, aufs bewegliche Lid. Und dann nehme ich den Pinsel von eben und gehe hier einfach rüber. Gehe noch ein bisschen in Story Openings, um das Ganze noch ein bisschen aufzuwärmen und verblende die Farbe. Ihr werdet gleich ein Produkt sehen, was es noch nicht gibt, aber ganz bald. Und dann gehe ich in die Farbe Shady, das ist das Schwarz. Gib mir das hier einfach oben rüber und dunkel das noch weiter ab. Das ist jetzt sehr dunkel. Ich zeige euch aber gleich etwas. Haltet die Füße still, Freunde. Ich habe euch das noch nie gezeigt. Hier in irgendeinem Video. Soon. She is a Queen. Unten nehme ich einen schwarzen Eye Pencil. Geht am einfachsten, ist am schwärzesten. Nehme den Pinsel, gehe in Bossy und blende diesen schwarzen Cream Eyeshadow aus. Das ist ein super, super intensiver Look. Aber das ist aktuell einfach mein liebster Look. Ich gebe mir noch ein bisschen Mascara rauf. Die ist nicht von Catrice, die ist von Love. Zähle ich einfach dazu. Das ist die Hook It Real Good Mascara von Tush. Eine der besten Mascaren überhaupt. Macht jetzt nicht so viel Masse an Wimpern, aber die macht die Wimpern, die da sind, einfach extrem lang. Auf meine Lippen benutze ich den Vegan Collagen Lippenstift von Catrice. Das ist ein schönes Nude für so ein bisschen Farbe. Und dann, Freunde, kennt ihr alle diesen Dior Lip Glow Oil? Der kostet 38 Euro. Catrice hat diese Powerful 5 Glossy Lip Oils in allen Farben rausgebracht, die es gibt. Ich habe ihn jetzt hier in durchsichtig. Den gibt es in durchsichtig. Den gibt es aber auch mit ein bisschen Farbe drin. Einfach für so einen Glow Touch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mit einem flachen Stift hier das Schwarz noch so ein bisschen unten nach außen verlängern und das liftet das Ganze dann nochmal. Ist ein sehr intensiver Look, passt absolut gar nicht zu meinem Outfit jetzt, aber ich wollte ihn euch einfach zeigen. Einer meiner liebsten Looks aktuell mit meiner eigenen Palette. Und das waren, Freunde, alle Favoriten von Catrice. Dieses Jahr die Produkte, die besten Dupes zu verschiedenen Produkten. Ein super, super schönes Ergebnis. Ich bin gespannt, welche eure liebsten Produkte von Catrice dieses Jahr waren. Schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Freunde, ich glaube, das war das letzte Video dieses Jahr. Nee, Freitag noch. I love you. Bis zum nächsten Mal.